Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder Craftopia und ja. Ja, ich lasse jetzt die Wand hier mal offen. Die 7. So. So. Ich lasse jetzt einfach mal die Wand offen und lass die Kühe hier reinwandern. Das ist mir jetzt doch ein bisschen zu viel auf einmal. Und ja, aber heute habe ich was anderes vor. In der letzten Folge haben wir ja die Höllenfeuer-Map freigeschalten. Und in die würde ich gerne gehen wollen, um zu gucken, was es da alles gibt. Ich weiß, ich werde definitiv sterben. Das ist mir aber gerade eben total egal. Ich will mir die Map mit euch angucken. Und ja. So, der Helikopter haben wir noch. Der kommt auf die 0. Die Wand lasse ich erst mal jetzt hier mit drinne. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Hier war das nicht. Ich würde gerne etwas haben, was mir Feuerresistenz gibt. Das ist Feuerresistenz Level 2, aber da brauche ich Sachen dazu, die ich nicht besitze. Also stellen wir uns die her. 4 Stahl, 2 Knochen, 2 Hörner. 4 Stahl brauche ich. 2 Knochen. Und 2 solche Hörner waren das, glaube ich. Ich kann mich jetzt auch täuschen, es waren 4. Und Gunpowder. Haben wir da schon was? Nee, wir haben Asche. Wow, wie mache ich Gunpowder? Ja, das. Und 2-mal Black Gunpowder. Oder wie stelle ich das denn her? Gibt es doch bestimmt irgendwo ein Rezept dazu. Hier unten. Sulfur, Salpeter und Charcoal. Wisst ihr was? Wir machen es ganz einfach. Wir stellen gleich ein bisschen mehr her. Und zwar 50 Stück. Das werden wir später bestimmt noch für irgendwas brauchen. Was war das andere? Salpeter, oder? Täusche ich mich da jetzt? Hier. Salpeter. Und das kriegen wir durch das da. War das hier drinne? Nein. Ich glaube, das war da drinne. Scheiße. Hä? Ach so, nee. Aber ich habe keinen Salpeter aktuell. Oh, Mann. Ich bin wieder sehr gut vorbereitet. Nee, hab ich leider nicht. Also setze ich hier einen kurzen Cut und stelle schnell Salpeter her, indem ich mir hier nochmal so ein Ding irgendwo schnell hinstelle. Wobei, das können wir eigentlich... Nö, ich setze keinen Cut. Moment. Ich brauche ja nur 2 Salpeter fürs Erste. 5 Eisen, 5 Stein, 2 Knochen. 5 Eisen, 5 Stein, 2 Knochen. 2, 3, 4, 5. 5 Steine. 1, 2, 3, 4, 5. Und nochmal 2 Knochen.
So, ganz schnell mal hergestellt hier. So. Stelle ich jetzt einfach mal ganz kurz hierher. Salpeter. Wow, ich krieg 23 Stück raus. Und das braucht ja ewig. Oh mein Gott. Dann gehe ich noch ein paar Kühe weghauen in der Zeit. Aber ich frage mich immer noch, wo die rausklitschen. Die sind ja selbst da unten drinne. Na, jetzt. Holy shit, also, ja. Die kommen dort irgendwie raus. Ich muss das echt mal beobachten hier. Ja, aber wir haben wieder ein bisschen was, würde ich sagen. So, Milch, da, Fleisch, da. Das ist voll, also da. Die Kacke kann eh mal wieder hier rein. Und die Batterie natürlich da. Und wir haben zwei Stück fertig, nice. Ich hoffe, das reicht natürlich auch aus, weil das nur Level 1er sind. Black Gunpowder. Hier drinne. Maximal drei Stück. Ich brauche aber erstmal nur zwei dafür. So. Hier. Craften. Und Craft, das müssten jetzt zwei Level 1er ja normalerweise ein Level 2er geben. Da lassen wir uns jetzt einfach mal überraschen, ne? Die haue ich mal hier hin. Ja, und ich würde sagen, wir gehen auch direkt auf die Map. Wenn ich natürlich noch was esse vorher. Komm, Klickspam. So. Und, falls es wirklich zu krass ist, hier nochmal extra Essen zum Healen. Und dann ab auf die Hellfire Island. Island of Hell. Insel der Hölle. Da bin ich mal gespannt. Was wird uns da erwarten? Der Teufel höchstpersönlich? Oder irgendwelche noch schlimmeren Lebewesen als die Drachen, die wir bis jetzt schon kennen. Und ich hoffe nicht. Was? Da stand irgendwas mit 10.000 oder so, aber... Und man fängt unten in der Ecke an. Nice. Aber. Ach du. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Was? This heat's. Oh, mit Level 1000. Ich hab's geschafft. Was ist das? Platin, okay. Hier gibt es also auch Platin. Da ist so ein komischer Steinerz-Dings vorkommen. Gedöns, genau. Jetzt geh doch mal kaputt, lass dich abbauen. So. Hier hinten, da ist sowas.
Jo, geil! Was ist das? Oh, das ist Holz. Lol. Wir haben Hellfire Wood. Huh! What the fuck war das? Ja, okay. Hü, lass mich in Ruhe. Okay, Kristalle gibt's auch. Sulfur ist klar. Geh weg. Du bist mir ein bisschen zu stark. Ja. Elefanten in der Hölle. Wer kennt's nicht? Also man darf hier nicht auf einer Stelle stehen bleiben, sonst taucht wieder dieses komische Ding auf. Ja, da kommt er, da kommt er, da kommt er, weg. Aber holy shit, sieht das geil aus. Das müsste Titan sein. Was ist das? Kommt da was raus? Yo, Diamanten, alles klar. Da spuckt mich was an. Ike? Okay. Autsch! Arschloch! Okay, wir haben Dias, wir haben so einen Höllenfeuerstein. Wir haben Höllenholz, Höllenfeuerholz, wie auch immer. Also, ja, das lohnt sich hier, aber ich krieg halt immer noch Damage. Ich habe einen Trainingsdummy bekommen, alles klar. Aber ich frag mich jetzt nur was anderes. Gibt's denn hier auch Dungeons? Ich weiß, ich werde gleich Schaden kriegen. So. Gibt's hier auch Dungeons? Und warum? Okay, ist irgendwas gestorben? Boah, holy, sieht das geil aus. Also Props an die Entwickler, da, ey, Baba-mäßig. Okay. Autsch. Holy shit, ist der stark. Nein. Ja, es war klar, der Drache hat mich gesehen. Okay, ich werde erst einmal diese Hölleninsel wieder verlassen, ne? Denn das ist mir ein bisschen zu heikel. Und ich habe aber wenigstens ein bisschen was, um mir eventuell das andere Zeug herzustellen. Nein, lass mich. Ach du Scheiße, das werde ich doch niemals schaffen. Ja. Und ich bin tot. Ich habe Geld verloren. Schön. Aber das ist erst einmal egal. Ganz schnell raus hier. Base. Okay, man muss sich auf jeden Fall für die Sachen wappnen. Also für das, denke ich mal, zwei Level 2er Feuer-Resistance-Sachen.
dann bestimmt für diese Eisinsel Frostresistenz-Sachen, Level 1 oder 2, wie auch immer. Ja, das wird ein Spaß werden, weil nur durchrennen und abfahren möchte ich nicht. Ich würde auch dort gerne mal kämpfen und so weiter. Und viel Geld habe ich ja nicht verloren. Also, ja. So, jetzt haben wir neue Quests. Ich muss immer noch so ein Dings refine. Okay. Ja. Immer noch das 500 Goldzeug. Hier, Level 2er. Also wir haben 4 Heating-Mineralien. Da könnten wir uns auf jeden Fall schon mal eins herstellen. Ja. No, genau. Dragon Scale. Ja. Okay, wir haben auf jeden Fall neue Erze. Das heißt, ich muss auch hier drinnen etwas umstrukturieren. Wegen den Erzen. Ich werde die Erze wohl alle hier hinpacken. Und das, was da drinnen ist, hier hin. Und 2, ich habe jetzt hier 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 8, 9. 3 Kisten mehr. Ich denke mal, da lässt sich was mitmachen. Auf jeden Fall, wir haben neue Sachen bekommen. Oh, geil. Platin, aber ich kann auch keine Diamanten schmelzen, sehe ich gerade. Okay. Ja gut, das kann man ja auch ein andermal ganz in Ruhe machen. Wir haben aber hier so einen Stein. Der ist ja gleich mal high-graded. What the fuck? Und das kommt aber nicht hier rein. Das kommt... Ja, hier rein. Dahin. Was ist das? Holy Sword of Gratitude 2. Alter, das bringt mir 112.000! Oh, ich hatte nur einen an. Lol. Ja. Okay, offscreen, wie gesagt, werde ich das Kistensystem nochmal etwas überarbeiten. Und mal schauen, vielleicht das Lager nochmal um eine Fläche erweitern, was vielleicht praktisch wäre. Ja, wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.